Reptilien. Da habe ich die eingegraut, ja. Liegt denn so verletzt? Achso, ich muss noch was schnell ändern. Kriege ich hier gleich wieder Nebengeräusche. Jetzt so. Und ich muss testen. Ob ich auch mit richtig spät drin zu stehen habe. Aho. Ich habe vergessen, drin zu schreiben. So, jetzt haut der Titel hin. Jetzt heißt der Titel nämlich Resident Evil 7 minus 1, minus 6. Komm, beste Titel, Alter. Ja. Ist kreativ, ja. Das noch ja, also in HD, ja? Habe ich vielleicht nur 20 Minuten jetzt von dem siebten Teil gesehen. Also ich weiß nicht momentan, was ich von dem halten soll. Haben mir noch gar nicht geguckt, weil ich ihn zocken will. Das Problem ist, das dauert noch eine Weile. Bis dahin hat das jeder durchgespielt und betippt bestimmt auch schon DLC. Hallo? 80 Euro mit Season Pass? Krass. Ja, ich habe noch nie mal Preise gesehen. Du mir gekriegt, das läuft seit Montagabend oder was? Mhm. Ich sehe gerade eine Serie spielt, das war. So, Munition habe ich. Mir fehlt ein bisschen Leben. Alter. Die Frage, wo bin ich eigentlich? Ah, ich bin ja hier. Ja, doof. Was sagt die Karte? Ja. Du bist wirklich da. Ja, das Problem ist, ich muss nach oben. Und nach oben raus. Und ich weiß, hat mich oben erwartet. Ich weiß, dass ich im Schlängelauf da raus muss. Problem ist, ich muss eine Etage tiefer. Und Problem ist, da hinzukommen. Ja. Da muss ich durch zwei Hunde. Ah ne, aktueller Stand. 5 bis 6 Zombies umlaufen. Dann bin ich im Hauptraum, da muss ich eine Etage tiefer. Zurück in den Raum, da ist ein toter Zombie drin, der wird sich bestimmt jetzt dann mutieren so langsam. Da habe ich 2 Hunde, 3 Zombies, 2 Zombies oder 1 Zombie glaube ich. Ach ne, 2. Muss ich in dem einen Raum und gegenüber in den Raum. Muss ich einen Hebel betätigen, komme ich nach draußen. Ach, da sind auch noch die Raben. Nicht so schön. Problem ist, ich kann auch nicht mehr abspeichern. Oh, ich habe die Mrs. Software vergessen. Die ganze nur. Na gut, dann fähre ich mich erstmal und bin ist er passiv wieder dabei. Warte mal, start mal erstmal Dings nochmal. Hab ich schon. Ich hab die beiden roten, hab ich deaktiviert. Und wie gesagt, die AIs, die oben sind, zum Singleplayer, so zum Zocken,
Wenn wir Multiplayer sind, sind die aus, weil die machen, haben extrem hohe diesinglastige Probleme bei uns verursacht. Damit wurden wir sehr oft asynchron und damit ist jeder alle Arschlang rausgesprungen, rausgeflogen. Also so wie die Mods sind, so zum Singleplayer um reinzukommen, zu verstehen, das sind nur die ersten Roboter oder so, dass du so weißt, was da passiert. Geht darum, dass du am Anfang schneller ein bisschen abbauen kannst. Aber ansonsten geht es eigentlich nur darum, dass du so ein bisschen siehst, was da passiert. Spinnt schon wieder, Ditte? Nee, kann nicht schon wieder nicht. Aber dein Titel fehlt noch was, ne? Also irgendwie. So wie es jetzt geschrieben steht, sieht es aus wie 7, Chapter 6 quasi. Wieso Chapter? Quasi, du spielst gerade in Teil 7 auf Kapitel 6 oder so. Oder du hast 6 HD, HD-Modes. So lese ich das gerade raus mit dem Minuszeichen. Das geht schon. Ja, das ist noch ein bisschen zu viel. Jetzt haut's hin. So. Jetzt kann ich zocken. Auch wenn der Bot schon wieder übel rumbackt. Überhaupt schon da, der komische Bot. Ich mag zwar die Leute nicht capturen, aber das ist mir egal. Selber. Habe schon. Da muss man Kartoffelcap einbauen. Die Menge kriegst auf keinen LKW drauf. Ich bin erst auf Warning. Ich sitze mal unten und gucke dir im Stream mal dazu. Halt, wer macht das? Nicht abbrechen. Ja. Die falsche Lufen. Scheiße. Fängt ja schon wieder gut an. Na komm. Alter, hallo? Hätte der mich gerade echt gegrabt? Na, ich glaub's ja. Das hier. Oh, nee. Das sah so gut aus. Reckley.
Okay, wenn wir jetzt nochmal so weit kommen, dann werde ich mich vorher heilen. Ich weiß, dass ich, wenn ich den Hit kassiere, genauso wieder am Arsch bin. Aber wir wären dann hinten raus und könnten vielleicht mit einer hohen Wahrscheinlichkeit unten langkommen. Und die Frage, ob wir das unten dann auch überleben. Oho. Ja. Vorhin hat er sich nicht umgedreht. Boah, dieses random Verhalten. Also nochmal an. Darf ich vorstellen, der Ladescreen von Resident Evil. Gut, oder? Perfekt. Okay. Die Hälfte habe ich jetzt geschafft. Also wir gehen jetzt in den Raum, heilen uns und dann hoffe ich, dass ich das schaffe, nach hinten zu kommen. Ich weiß, dass ich den Beiß kriege, aber dass ich höchstwahrscheinlich komplett durchrennen kann. Das ist doch jetzt ein Witz, oder? Das ist doch jetzt ein Scherz, oder? Nee, Alter. Nee. No comment, Alter. No comment. Tja, mal schön, dass du da bist. Was geht ab? So. Wir haben ein Problem. Ich kann aktuell nicht abspeichern und hier sind Hunde. Hier sind drei Zombies. Ich glaube sogar vier. Und nämlich an der Tür jetzt dran vorbeilaufe. Easy. Easy haben wir gepackt.